Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich dachte mir, ich drehe heute mal einen realen Mama-Alltag. Auf Instagram gibt es tausende Vlogs, wo Mamas ihren Alltag filmen, aber man sieht eigentlich immer nur so das Schöne, sag ich mal. Und ich dachte mir, ich zeige heute auch einfach mal schlechte Sachen beim Mama sein. Beziehungsweise auch die Babys weinen auch mal und sie kotzen auch mal und so. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte euch heute einfach mal alles zeigen. Die Kleine ist hier, bin ich gerade auf dem Arm, und wir haben heute einen perfekten Tag als Beispiel genommen hier. Die Kleine ist super zickig. Also sie weint sehr, sehr viel. Sie ist nicht zickig. Sie weint einfach sehr viel. Und ich weiß nicht, was sie hat. Also eigentlich schläft sie immer morgens ihren Vormittagsschlaf. Wir haben bis 11 Uhr. Sie ist immer noch nicht am Schlafen gewesen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist für sie. Und jetzt, ja, ist sie sehr unruhig und ihr merkt es schon. Sie meckert, das heißt, ab auf den Arm und spazieren gehen durch die Wohnung. Das ist so, ja, unser Alltag, wenn die Kleine mal weint. Ein bisschen spazieren gehen. Ein bisschen Kniebeugen habe ich euch ja schon mal erzählt. Die helfen total gut. Ich werde jetzt gleich nochmal die Trage tun. Vielleicht hilft das, aber manche Tage, an manchen Tagen ist es einfach so, dass man sie einfach kaum beruhigt bekommt, nur mit der Brust. Aber dann trinkt sie und dann spuckt sie wieder, weil sie eben zu viel Milch hat. Aber das ist ganz, ganz schwierig. Also es gibt auch mal Tage, die sind nicht so schön, und heute haben wir, glaube ich, so einen erwischt. Ja, ich habe mir jetzt gerade schon was zu essen gemacht und werde jetzt die ganze Zeit hier weiter rumschaukeln. Ich habe sie gerade schon gestillt, dann haben wir gerade mit einem Spielbogen gespielt. Da war sie auch kurz ruhig und hat so ganz, ganz toll gespielt. Aber ja, jetzt ist sie eben meckerig, sage ich immer. Ich werde sie jetzt nochmal an die Brust nehmen. Vielleicht hilft ihr das. Und nebenbei werde ich ein Video schneiden. Das mache ich eigentlich immer morgens, wenn ich sie an der Brust habe. Schneide ich immer die Videos. Genau. Und dann mal schauen, ob es besser wird, ob es dann hilft und ob sie dann ein bisschen schläft. Ich wollte nämlich auch noch zwei Videos für euch drehen. Ja. Und sonst kuscheln wir halt eben den ganzen Tag. Aber ich wünsche euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem realen Mama-Alltag. Mal gucken, was ich zusammenbekomme. Weil auch das Film ist an so einem Tag echt schwer, weil man ja auch sich eher um das Kind kümmern möchte, anstatt die Kamera in die Hand zu nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber wir probieren es einfach mal. 2 Minuten im Nomi, und auch das gefällt der Maus nicht, ne? Nee, 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 nee. Ganz, ganz unglücklich. So, die Kleine schläft jetzt. Ist ein bisschen zugedeckt. Und wir haben Post bekommen. Die frage ich natürlich jetzt aus, gehört auch zu unserem Alltag dazu. Oder ist er jetzt sozusagen so? Und das ist ein T-Shirt, was als Trage funktioniert. Das wollte ich euch auch immer zeigen. Das ist mega praktisch, weil wir tragen ja echt viel. Und da dachte ich, ist das vielleicht eventuell praktisch? Packen wir es einfach mal aus. Nebenbei schneide ich übrigens auch ein Video. So. Wir haben das in Schwarz genommen, in Größe S. Eigentlich trage ich XS, aber ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen luftiger, dann ein bisschen schöner. Genau. Auf jeden Fall schon mal richtig schön eingepackt hier mit so einem Bändchen. Genau, und hier, so sieht das aus. Also ein T-Shirt, wo gleichzeitig eine Trage mit drin ist. Mega praktisch, finde ich das. Hier könnt ihr das sehen. Das sind eben so zwei Seiten. Macht ihr erst die eine Seite, das Baby rennt, dann die andere. Und dann ist das Baby eingepackt. Mega praktisch, finde ich. Das verlinke ich euch auf jeden Fall mal in der Infobox. So, könnt ihr mal schauen. Und ja, und hier haben wir auch noch eine Webseite. Könnt ihr mal schauen. Super schneller Versand habe ich jetzt. War ich sehr überrascht. Ich glaube, 2 Tage hat das jetzt gedauert. Mega praktisch und mega schnell. Genau, und so sieht das Ganze aus. Es ist ziemlich dick, aber klar, weil es halt mehrere Lagen Stoff sind hier in dem Bereich. Aber sonst hier ist ein sehr angenehmer, weicher Stoff. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und Schwarz habe ich eben genommen. Da gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Und hier haben wir ein richtig schön langes Bündchen. Das ist auch richtig gut, damit es ein bisschen auf der Hüfte stützt, sozusagen. Genau, und dann kann man hier so das Baby halt reintun. Und das erstmal auf, und dann kann man hier so das Kind direkt bei sich tragen. Werde ich auf jeden Fall nachher mal ausprobieren und euch dann auch noch mal zeigen. So, mein Lieben, die Kleine schläft in der Federwiege schon seit ungefähr 1,5 Stunden. Wir haben es nämlich jetzt
Viertel vor eins. Und ich habe jetzt hier gerade noch die Windeln aufgefüllt im Babyzimmer. Hier nochmal aufgefüllt, hier nochmal neues Wasser reingemacht. Das hier muss ich gleich noch wegbringen, das ist noch Müll. Und genau, hier haben wir auch noch Müll. So ein Dings. Genau, da ist noch ein Body, der muss in die Wäsche. Hier habe ich noch was für ein Video. Und dann habe ich hier auch noch die Windeln so ein bisschen sortiert. Die haben wir alle aus der Windeltorte noch bekommen. Und habe jetzt hier noch ein bisschen aufgeräumt, wie gesagt, weil einige Windeln sind ja auch da drin jetzt. Und jetzt habe ich hier wieder so ein bisschen mehr Platz. Das einmal so ein bisschen aufgeräumt. Jetzt muss ich noch kurz einmal gucken, weil ich noch eine Flasche brauche. Weil meine Hebamme mir gesagt hat, dass ich der Kleinen auch gerne mal so im heißen Wetter Wasser geben darf. Da wollte ich jetzt gerne noch eine Flasche mit nach unten nehmen und das einfach mal ausprobieren, wie sie das so findet. Die hier können wir nehmen lassen, neuer Nuckel drauf. Nehmen wir die einfach nochmal mit, sterilisieren die nochmal. Genau, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Und dann bin ich hier jetzt gestern Abend bei gewesen und zwar einmal das alles zu sortieren wieder. Ich habe jetzt nämlich hier die 56er Bodies drin, das sind nicht alle, die sind alle in der Wäsche. Hier die kleinen Socken, Strumpfhosen in 50, 56 und schon 62, 68 Schüchen und so. Hier sind jetzt die Hosen in 50, 56 und hier habe ich jetzt schon angefangen mit 62, 68er Bodies. Die gehen hier weiter, also wir haben hier drei Reihen Bodies. Und hier sortiere ich jetzt gerade noch die Hosen in 62, 68, da habe ich hier noch ein paar. Genau, und da habe ich jetzt gestern einfach eben schon weitergemacht oder das angefangen, aber dann hat die Kleine Hunger gehabt. Damit ich, weil wir jetzt hier schon die 62er und 68er Bodies benutzen, dass ich das einfach griffbereiter habe und alles sortiert und ordentlich, alles frisch gewaschen. Das hier eben alles einmal einsortiert. Jetzt gucke ich hier noch einmal die Hosen durch und sortiere die nochmal ordentlich und dann mache ich das hier nochmal ein bisschen ordentlicher. Hier ist das irgendwie so. Ja, genau, das habe ich jetzt aber gestern schon angefangen. Und dann muss ich jetzt noch kurz die Wäsche machen. Ich habe hier nämlich noch neue Wäsche, frisch gewaschene. Und dann gucke ich jetzt einmal, was ich alles aufhängen muss hier. Das hier zum Beispiel muss alles aufgehängt werden. Das hier sind noch Bodies, die können wir mit rübernehmen. Das hier muss auch aufgehängt werden. Das hier können wir auch mit rübernehmen. Habe ich schon so ein bisschen zusammengelegt hier. So. Dann können wir das hier schon mal mit nach drüben nehmen. Ja, hier habe ich noch ein paar Sachen, die ich aufhängen muss. Und hier habe ich schon ein paar Sachen aufgehängt gestern. Aber dann hat die Kleine wieder ein bisschen geweint. Und dann hat sie natürlich Vorrang. Und das hier muss jetzt, wie gesagt, noch einmal alles aufgehängt werden. So, dann brauche ich jetzt noch ein Spucktuch für drüben. Beziehungsweise nehme ich immer zwei mit ans Bett. Weil sie einfach so viel Nacht spuckt, dass eins immer voll gespuckt ist. Und dann nehme ich immer das andere. Genau, dann nehme ich jetzt noch mit ans Bett. Hier ist noch ihr Schlafanzug. Der ist im Moment immer zu warm, schläft immer in Body. Hier habe ich auch zwei Spucktücher, weiß ich gar nicht warum, naja gut. So, dann ist das hier schon mal wieder ordentlich einigermaßen. Und dann, genau, muss ich jetzt nur einmal noch das Beiß ins Bett tun. So, meine Lieben, wir stillen jetzt gerade. Die Kleine ist jetzt aufgewacht, wir haben es jetzt 15 Uhr, das heißt, sie hat ungefähr 4 Stunden geschlafen. Was ist denn los? Und genau, jetzt stillen wir. Danach gibt es eine frische Windel. Eigentlich wird sie jetzt nicht nach dem Stillen einschlafen, das weiß ich. Und deswegen gibt es danach eine frische Windel. Sonst wickeln wir meistens davor, falls sie danach einschläft, dass wir sie nicht wecken müssen. Aber genau, jetzt denke ich mal, dass sie nicht einschlafen wird. Machen wir gleich nochmal die Windel. Ne? Ja. Ich bin nicht so ganz zufrieden, aber das gehört eben dazu, ne? Das ist hier eben der normale Alltag und da ist dann auch mal ein bisschen Gemecker an der Brust. Vielleicht sollte ich mich anders hinsetzen, vielleicht gefällt dir das besser. So, ich glaube, so ist besser. Er hat schon ganz kleine Augen, vielleicht schläft sie auch mal wieder ein oder nochmal. Mal schauen, sehen wir mal. Aber so voll ist die Windel auch noch nicht. Ich habe die ja erst eben gewechselt, oder eben bevor sie eingeschlafen ist. Und jetzt kam gerade nochmal ein Paket mit der Post. Das wollte ich euch jetzt gleich auch noch zeigen, bevor ich das noch vergesse. Und ein Video habe ich jetzt noch fertig geschnitten in der Zeit. Und ein bisschen was an Stoffen zugeschnitten, weil ich ja nähe. Kleine tritt mich hier gerade. Da. Damit ich das noch vernähen kann, aber ich habe jetzt
Erstmal gehört jetzt wieder die Zeit der Kleinen hier, wo sie schon fast wieder schläft. So, jetzt wird hier einmal die Windel gewechselt. Oh, ich krieg sie nicht raus. So, jetzt. Mir übrigens total wehgetan am Finger hier. Das tut so höllisch weh. Deswegen kann ich ihn nicht so gut benutzen. Genau. Jetzt werden wir einmal die Pampi machen. Ne, mein Schatz, einmal die Pampi machen. Diese Maus. Jum ist ein Schaf. Ja, da ist das Schäfchen. Das haut nicht ab. Nee, das haut nicht ab. Das ist immer da. Windel einmal schon wieder voll. Müssen wir heute mal wechseln. So, Pampi ist wieder sauber. Strampeln wir noch ein bisschen rum. Oder die Kleine strampelt noch. Der Albern noch so ein bisschen. Jo, hast du gerade die Kamera getreten, mein Schatz? Oh, ihre Füße sind so goldig. So goldig. Genau, wir genießen immer so ein bisschen die Zeit am Wickeltisch. Ja? Sie lacht immer ganz viel im Movie lernen. Das ist so zuckersüß. Und auch das ist Alltag, ne? Du Spooky Monster. Erzähl mal. Erzähl mal. Ja. Oh. Ja. 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 So, mein Lieben, die Kleine hat sich so voll gespuckt, dass wir jetzt einmal umziehen müssen. Einmal nochmal wickeln. Ich habe sie jetzt bestimmt 2 Stunden am Stück gestillt. Sie hat so ein bisschen auf dem Arm geschlafen und immer wenn ich sie abgelegt habe, wollte sie einfach wieder an die Brust. Deswegen habe ich sie einfach 2 Stunden an der Brust gelassen. Und jetzt ist sie auch glücklich. Jetzt ziehen wir, wie gesagt, einmal um. Und dann mal schauen. Schlafen will sie, glaube ich, nicht. Aber der Papa kommt auch gleich schon nach Hause. Es ist nämlich schon 18 Uhr. Genau, wir wollten dann gleich noch einkaufen fahren eventuell. Muss ich mal schauen. Wir brauchen einfach noch so ein paar Sachen. Und jetzt schaue ich jetzt mal, was wir für ein Body anziehen. Nehmen wir ihn jetzt. Schauen wir mal, was für ein Body wir anziehen. Das ist immer so schwierig. Man hat so viel Auswahl. Also gerade jetzt. Sie grinst gerade total. Nehmen wir den hier. Einmal ganz normal, einfach ein Mittelbody. Die Hose hatte sie auch voll gespuckt. Jetzt ziehen wir nochmal eine neue Hose an. Nehmen wir den Schatz. Und hier. Die hier können wir ja anziehen. Die habe ich euch ja im letzten Vlog, glaube ich, gezeigt. Ne? Passt da ganz gut zu, denke ich. Das hier weiß in die Wäsche. Ne, mein Schatz. Ja, dann kommt das in die Wäsche. So, die Kleine ist fertig. Hat eine richtig süße Hose an. Body und natürlich auch ein Halstuch passend, ne? Die süße Maus. Ich finde das Outfit mega schön. Ja, das ist Alltag. Baby. Ja. Okay. So, und jetzt wird wieder gestillt. Tada. Und dann kommt der Papa jetzt auch, glaube ich, jeden Augenblick nach Hause. Und sie schläft gleich ein.
Oh, da sind die Augen schon zu und der Nippel wird losgelassen. Na, jetzt sie wieder. Jetzt sucht sie ihn wieder. So läuft es bei uns. Ein Video habe ich heute geschnitten. Hut ab. genau. Mal schauen, wie viel ich morgen schaffe. So, meine Lieben, ich wollte euch noch kurz das Paket zeigen, was vorhin ankam. Im Vlog. Im Vlog. Vielleicht ist es auch schon da. Und zwar haben wir einmal so eine Hose bekommen. Die sieht so aus. Richtig langes Bündchen, dass sie richtig schön lange mitwächst. Genau, das kann man eben so stülpen. Und dann ist die sehr, sehr lange tragbar. Das finde ich ja bei den Pumphosen immer so toll, weil man da halt nicht so viele von kaufen muss sozusagen, sondern die wachsen dann richtig schön mit. Die haben wir einmal bekommen. Dann haben wir ein richtig schönes Spucktuch hier bekommen aus Musselinstoff. Ich finde das mega schön hier mit dem Label drauf. So heißt übrigens auch der Shop auf Instagram. Und hier die Naht ist auch richtig schön verarbeitet. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Genau, einmal so ein passendes Spucktuch. Und dann der Oberknaller. Ich bin schon so verliebt. Schade, dass der schon so klein ist. Sieht sehr, sehr klein aus. Können wir jetzt tragen. Ein Pullover. Und der ist mega schön. Hier mit so einer Tasche. Richtig schön. Hier haben wir auch so ein kleines Label. Auch richtig schön. Und hier genau die Arme sind so umgestülpt. Und ich finde das so schön, weil das sieht so schön aus. Dass man einfach alles so machen kann. Da muss man erstmal drauf kommen, hat Felix gerade gesagt. genau, und auch der Stoff gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das haben wir alles bekommen. Und eine süße Karte natürlich und ganz viel Konfetti. Und es war auch ganz, ganz süß verpackt hier mit so einer Schleife und so. Ganz, ganz toll. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ich verlinke euch den Shop einfach mal in der Infobox. Schaut mal, wie gut sie ihren Kopf schon halten kann. Das ist mega, ja. Sie liegt hier auf so einem Kissen, ist hier so ein bisschen erhöht, dann fällt ihr das ein bisschen leichter, weil dann kann sie besser gucken. Genau. So machen wir das immer. Spucktuch natürlich, damit sie das Kissen nicht vollspuckt. Jetzt macht sie gerade Pause. Aber das findet sie ganz toll. Dann guckt sie immer und erzählt, ne? Erzählt, mein Schatz. Ja. Ja, meine Lieben, dann würde ich mich gerne verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!